Diese Abbildung zeigt den Stammquerschnitt von einer Eiche und man erkennt hier zwei Dinge besonders schön. Einerseits werden die Größenverhältnisse der verschiedenen Gewebe deutlich und andererseits erkennen wir, dass es da im Innern einen dunkleren Bereich gibt und gegen außen hat es einen helleren Ring. Beginnen wir zunächst mit den Größenverhältnissen, gehen ganz ins Zentrum. Das Mark und das primäre Xylem würden sich hier an dieser Stelle befinden. Das ist also eine winzige Struktur im Vergleich zum Rest. Zoomt man wieder etwas raus, dann sieht man, dass der allergrößte Teil des Stamms von einem Baum aus sekundärem Xylem aus Holz besteht. Das ist dieser Bereich hier. Das bedeutet aber auch, dass für den ganzen Rest hier nur noch wenig Platz übrig ist. Wir haben das Leitgewebekambium, das würde an dieser Stelle hier sitzen. Der Baum muss auch Assimilate transportieren können, das macht er im sekundären Phloem und das wäre etwa diese Region hier. Schließlich haben wir noch das sekundäre Abschlussgewebe, das Periderm, das sind diese drei Gewebeschichten hier und sie wären hier draußen lokalisiert. Der andere Aspekt, der an dieser Abbildung sehr schön deutlich wird, ist diese unterschiedliche Färbung und die hat einen guten Grund. Die meisten Baumarten nutzen nicht das gesamte sekundäre Xylem für den Wassertransport, sondern lediglich die Jahrringe, die in den letzten Jahren erzeugt wurden. Vielleicht die letzten 5 oder die letzten 10 oder die letzten 15 Jahrringe. Nur in diesem Bereich wird Wasser transportiert und darin gelöste Nährstoffe. Dieser Bereich des sekundären Xylems nennt man auch Splintholz. Er erscheint heller im Querschnitt. Im Gegensatz dazu werden die Jahrringe irgendwann inaktiviert, wenn sie älter werden und dienen dann nicht mehr dem Wassertransport. Die einzige Aufgabe, die das Kernholz noch hat, das ist die mechanische Stabilität. Es lässt also den Stamm, den Baum stabil sein. Beim Kernholz geschieht etwas Interessantes. Die Holzparenchymzellen, das sind die einzigen lebenden Zellen im sekundären Xylem, die beginnen in die Tracheenelemente, in die Tracheen einzuwachsen und diese Tracheen zu verstopfen. In diesem Foto ist dieses Phänomen gezeigt am Beispiel der Weinrebe. Gleichzeitig werden Gerbstoffe erzeugt und diese Gerbstoffe lassen dann das Holz dunkler erscheinen. Die Aufgabe, die physiologische Aufgabe der Gerbstoffe besteht darin, dass sie Pilzwachstum verhindern. Dadurch bleibt dieses Holz über viele Jahre haltbar. Der Baum imprägniert sich quasi selbst. Viele Baumarten produzieren im Laufe ihres Lebens solches Kernholz. Es gibt aber auch Baumarten, beispielsweise die Weide, die erzeugen kein Kernholz. Und bei diesen Bäumen beginnt dann der Stamm im Laufe der Jahre von innen her hohl zu werden. Das Holz im Zentrum, das nicht mehr für den Wassertransport benötigt wird, das wird von Pilzen abgebaut und das lässt dann diese Baumstämme im Inneren hohl werden.